Ich bin sehr, 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 sehr stolz darauf, dass ich mit euch heute fliegen darf. Ihr seid eine sehr, sehr liebenswürdige Crew und eine sehr kompetente Crew. Und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ihr habt viel, viel mehr Stunden hier verbracht als ich in der letzten Zeit. Und ja, ich wünsche uns allen viel Erfolg und auch ein bisschen Glück. Und eine gute Jagd. Wir machen das. Okay, let's switch back again to English. And we go, we step into the connect avatar radio. 10 minutes. Okay. Execute. Connect procedure. Hold on step 3.1. Okay, so as already said, 4.104, connect amateur radio control, GS0 flight. Go ahead. Verify transmit power is nominal. Transmit power is set to 100 watt. GS1 and BK0, verify allow remote control active. Verified. Verified. ACOM flight, is ACOM in the loop? Yes, I am in the loop, go ahead. Okay, we verified allow remote control, so connect transmit control and verify connection. Welcome. Both connections confirm. Okay, copy that. GS1, BK0, verify connection established. BK0 here, verified. GS1 also verified. Copy that. GS1, BK0, very good. So let's set auto PTT active. Welcome. Auto PTT active. And then we stand by, we put this procedure on hold at step 3.1 until 2 minutes before AOS. Copy. Copy. GS0 and GS1 for LSM, you are being watched, so yeah. Thanks for the notice. Thanks. So behave. We always behave. You know, I start listening to the ESS voice. They could be in contact already. Flight ACOM, could you repeat? I am now listening in the at the Gunhilly Web SDR. If there is any activity on the ISS voice downlink frequency. Copy that. I'm starting the audio recording of Gunhilly first because I don't want to miss that part. Okay, let's step into procedure 4.104, connect amateur radio control. We are now 2 minutes before AOS, and we continue. Verify transmit power is nominal. It's nominal. Okay. We have all the remote control active, and we halted on the step 3.1. So, go for start recording. Copy. BK0, go for start recording. Copy. ACOM flight, go Delta for Lima transmitting. Zero. Foxtrot Hotel Anton. Delta Papa Zero, India Zero. Copy that, go for transmitting. No, for start at 0 degrees elevation. And I start recording also on my side. And there is voice contact with the ISS. So I can see here that someone has tried to talk. Flight for LSM, I can confirm that. Matthias Maurer is already trying to get into contact. AOS in 8 seconds. This is Delta Papa Zero, India Sierra Sierra, copy. But it's also very weak over Gunhilly still. AOS.
Delta Lima Zero. He's transmitting again. Anton. GS1 has got a signal. India Sierra Sierra, how copy? Echo, can you confirm a reception? Laut und clear. Guten Tag Aachen. Hallo. Go. Starting water control automatic mode. Was ist los? Yep, bereit, go. Hallo, eine sehr, sehr tolle Frage. Also ich kann mir das aussuchen und ich ziehe es vor, dass ich mich selbst piekse. Beim letzten Mal pieksen musste ich aber so viel lachen, weil das so gut geklappt hat und so viel Blut geflossen ist, dass ich da vor lauter Lachen die Nadel wieder rausgezogen hatte. Da musste ich mich ein zweites Mal piksen. Over. Okay, dann reicht. Wie hat es sich angefühlt, als die Rakete gestartet ist? Over. Das hat sich angefühlt wie in einem Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl wurde immer schneller, das hat gar nicht mehr aufgehört, schneller zu werden. Das war ein unglaublich tolles Gefühl. Also so wie in einem Sportwagen zu sitzen, der dann einfach mit Volldampf losfährt und dann nicht mehr aufhört zu beschleunigen. Und nach 10 Minuten war es dann vorbei. Wir waren am Weltall. Over. Komm, Süden, wie hast du dich das erste Mal auf der ISS in der Schwerelosigkeit gefühlt? Ja, das war ein unglaublich tolles Gefühl. Zu schweben wie ein Schmetterling, sich dabei gar nicht anzustrengen. Und ich glaube, ich habe da nur noch gegrinst und hatte, war so glücklich. Das sieht man auf den Bildern. Over. Jan, 10, wie fühlten Sie sich, als Sie das erste Mal auf der ISS geschlafen haben? Over. Hallo okay, Jan, das gut, also ich nach dem ersten Mal hier oben anzukommen, da hatte man so viel Adrenalin von dem Raketenstart im Blut und im Körper. Und als ich dann irgendwann in meine Kabine eingestiegen bin, da war ich so müde und habe die Augen zugemacht und ich habe super gut geschlafen. In Schwerelosigkeit schläft man viel, viel besser als im Bett, also ich zumindest. Over. Moritz 13, an welcher ehemaligen Raumfahrtmission hätten Sie gerne mitgearbeitet? Over. Hallo Moritz, also ich wäre wahrscheinlich gerne bei Apollo 17 dabei gewesen, das war ja die letzte Mondmission. Und die waren am längsten auf dem Mond und haben am weitesten die Gegend erkundet. Die hatten auch einen professionellen Geologen dabei. Also das war, glaube ich, die wissenschaftlich spannendste Mission. Und ich denke, die nächste Mission wird genau dort weitermachen, wo die damals aufgehört haben, vor 15 Jahren. Over. Nathan, 13, welche drei Dinge vermissen Sie am meisten auf der ISS? Over. Hallo Nathan, also ich vermisse hier eigentlich sehr wenig. Aber gut, wenn ich mir drei Dinge aussuchen darf, ist natürlich meine Freunde, meine Familie, dann natürlich das Essen und eine ordentliche Dusche wäre auch nicht schlecht. Over. Marlene, 21. Gibt es etwas Besonderes zu Weihnachten oder mal eine Art WG-Abend mit der Crew? Over. Ja, wir haben jedes Wochenende haben wir zweimal WG-Abend. Einmal essen wir zusammen, das andere Mal haben wir einen Filmabend, wo wir dann zusammen einen Videofilm schauen. Over. Ich denke, das Schwierigste kommt hoffentlich noch, das wird ein Außenbordeinsatz sein. Da hoffe ich sehr drauf. Ist noch nicht 100% garantiert, aber das wird dann natürlich ganz spannend. Das wird so die Krönung der Mission sein. Over. Annika, 16. Wie behält man auf der ISS das Zeitgefühl, wenn man 16 Mal am Tag einen Sonnenaufgang sieht? Over. Ja, wir fliegen hier nach der englischen Zeit und von daher arbeiten wir auch genau nach der englischen Zeit. Und mein Biorhythmus ist wie auf der Erde, halt mit einer Stunde versetzt. Ja, wir sehen halt, dass die Sonne auf- und untergeht, aber das stört uns ja normalerweise nicht bei der Arbeit, weil hier in den Modulen haben wir sehr wenige Fenster und wir sehen eigentlich nur die Aufgänge, wenn wir da in die Kupola fliegen. Over. Maximilian 15, inwiefern erleichtert Simon ihre Arbeit auf der ISS? Over. Ja, der Simon ist noch ein Experimentierphase, aber wenn der mal fertig ist, dann soll er wirklich ein ganz cleverer Kollege sein. Jetzt momentan habe ich das Bodenkontrollzentrum, was mir immer über die Schulter schauen kann. Und dann sagt Matthias, hier ist das falsche Kabel genommen. Vorsicht, hier fliegt da gerade was weg.
Und hier musst du vorsichtig sein bei dem Schritt. Es ist ganz wichtig, dass du dies und jenes halt richtig machst. Und in Zukunft, wenn wir Richtung Mars fliegen oder auf dem Mond zu sein werden, dann ist diese Verbindung zur Erde vielleicht zu lang oder zu komplex. Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir mit Simon so einen Experten dabei haben, der wirklich alles weiß und mir immer genau sagen kann, was ich zu tun habe, also der mich unterstützt. Over. Friedrich 18, welche Geräusche kommt von der ISS in der Raumkapsel und beim Weltraumspaziergang? Over. Also Friedrich, du hast eigentlich immer viele Ventilatoren laufen, weil in der Schwerelosigkeit durchmischt sich die Luft nicht von selbst und ich brauche immer frischen Sauerstoff und deswegen müssen immer irgendwelche Ventilatoren die Luft halt durchmischen, damit das halt alles regelmäßig hier ist und jeder überall frische Luft hat. Deswegen surrt's und brummt's überall, wir haben auch viele Pumpen und Maschinen, weil es muss ja auch gekühlt oder gewärmt werden und dann müssen auch Computer oder Experimenten transportiert werden. Also es ist wie in einem Labor. Over. Doris 19. Welche Tipps können Sie einer Person geben, welche Astronaut werden möchte? Over. Also David, wenn du Astronaut werden möchtest, dann brauchst du erst einmal eine gute Ausbildung dafür. Das heißt, du musst studieren und dann musst du natürlich sehen, and, dass du Matthias is still receiving us, so all the time, also, du musst natürlich auch eine gute Gesundheit haben. Das kannst du leider nicht beeinflussen, außer halt Sport zu machen, dich gesund zu ernähren. Aber eine gute Ausbildung ist das Allerwichtigste. Und es gibt nicht nur den Job des Astronauten, es gibt auch im Bereich Raumfahrt viele tolle Jobs, Ingenieur zu sein, da kannst du Sachen entwickeln. Ich muss das machen, was die Ingenieure für mich entwickelt haben, oder die Experimente, die die Wissenschaftler für mich ausgesucht haben. Wenn du daran Interesse hast, etwas kreativ zu gestalten, ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Over. Timo, 21. Wie kam es 2015 zu der Nachnominierung und wie hast du dich dabei gefühlt? Over. Also 2015 hatte die ESA und die internationalen Partner das ISS-Programm verlängert und deswegen waren dann nochmal neue Flüge möglich, weil vorher hieß es, okay Matthias, du hast die Auswahl bestanden, aber wir haben 6 Tickets für die ISS und wir haben jetzt schon diese 6 Leute und du bist die Nummer 7 und deswegen können wir dich jetzt nicht nehmen. Aber 2015 gab es dann wieder neue Flüge und dann haben sie gesagt, okay, es gehen ein paar ältere Astronauten an Grenze, wir brauchen jetzt wieder neue und ich habe mich natürlich unglaublich toll dabei gefühlt. Da geht es natürlich in Traum in Erfüllung und ich habe total gejubelt. Over. Degree Elevation. Sind die Schleimpilz von Thomas Pesquet immer noch auf der ISS? Und wenn ja, wer kümmert sich um sie? Over. Also ich habe den Schleimpilz von Blob von Thomas noch nicht gesehen. Ich hoffe mal, er hat ihn mitgenommen, weil das ja runtertransportiert wurde. Also die Sachen, die werden ja nur für die Experimente dann ausgepackt und danach werden die sicher wieder verstaut. Und etwas, was lebt, ist normalerweise immer hinter 2 Barrieren dann verpackt. Also ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist, aber ich werde mal nachfragen. Over. Ja, also eigentlich ist hier in der Schwerelosigkeit zu arbeiten von Anfang an eine große Herausforderung gewesen, weil man muss sich erst einmal an die 3 Dimensionen gewöhnen und das alles ständig wegdriftet. Dann ist natürlich auch ein enges Teamwork hier erforderlich. Wir müssen sehen, dass wir immer gut zusammenhalten als Team. Aber die größte Herausforderung wird hoffentlich noch kommen und das wird ein Weltraumspaziergang sein. 10 degree elevation. Auf. Over. Also ich würde eigentlich am allerliebsten erst einmal zum Mond fliegen, das wäre zwar kein Planet, aber der ist ja wirklich vor unserer Haustür, in 3 Tagen ist man dort, dann würde ich ganz gerne den Mond erkunden. Aber ich wäre natürlich auch gerne mal auf dem Mars und zu sehen, warum der Mars sich anders entwickelt hat als die Erde, weil der Mars hatte ja mal Wasser auf der Oberfläche, also hat einen Klimawandel durchgemacht und wir haben ja momentan auch das Problem auf der Erde mit dem Klimawandel. Wir wollen nicht so enden wie auf dem Mars. Und deswegen kann man auf dem Mars sehr viel lernen. Aber die Reise zum Mars ist natürlich sehr, sehr lange. Und ich hoffe, wir entwickeln noch schnellere Antriebe. Und dann würde ich natürlich auch gerne zum Mars fliegen. Over. Ist das Essen auf der ISS genauso lecker wie auf der Erde? Over. Also Nora, ich kann dir sagen, das Essen auf der Erde schmeckt viel besser. Hey, come flight, we don't hear anymore from Queen Lily. On GS1, we have the signal. Die ganzen Sachen gibt es hier oben natürlich nicht. Aber das Essen schmeckt natürlich schon lecker, ist extra für uns gekocht und ich freue mich da immer darauf. Weil das Essen hier oben muss natürlich 3 Jahre haltbar sein, deswegen ist es natürlich auch nicht so frisch,
wie auf der Erde. Over. Gibt es ein besonderes Ereignis, das Ihnen im Weltall widerfahren ist? Over. Also jeder Tag ist ein besonderer Tag für mich. Und von daher genieße ich jeden Tag, als wenn es ein ganz besonderer Tag ist und den ich auch dann immer in Erinnerung behalten will. Aber ja, der erste Moment auf der ISS zu sein, das allererste Mal, die Fensterläden an der Kupola aufzumachen und die Erde zu sehen und dann auch Erduntergang und einen Erdaufgang oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang zu sehen, das war einfach ein Gefühl, was pure Gänsehaut verursacht hat. Over. Welche Trainingseinheit hat Ihnen für das Leben auf der ISS am meisten geholfen? Over. Also, auf der Erde können wir nicht genau das trainieren, wie es uns hier oben im Weltall ergeht, weil das fehlt natürlich die Schwerelosigkeit. Von daher ist jedes Training immer nur ein Element und die Gesamtpackung ist das Allerwichtigste. Von daher denke ich mal, das komplette Training, um Astronaut zu werden, war ganz, ganz wichtig für mich. Das realistischste Training war natürlich das Training unter Wasser im Raumanzug und die Vorbereitung für den Weltraum. Over. ISS, die gerade hier am Horizont unter, das ist verkehren können. Vielen Dank für die Zeit. Viele Grüße aus Aachen. Over. FH Aachen, seid ihr noch bei mir? Very good, very good. Woo! It was very fine. Liebe Grüße nach Aachen, ich höre euch leider nicht mehr. Ich würde ganz gerne viele Grüße ausrichten. Viel Spaß heute Abend bei der Juris Night. Natürlich auch Grüße an Volker und Jürgen, die das ganz toll bei euch managen. Und alle, die für Raumfahrt begeistert sind. Over. Tschüss. Ja, wow. Das war doch einfach unglaublich. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut zwischendrin, dass das so reibungslos funktioniert hat und kann's jetzt auch kaum fassen. Sehr, also, sehr geil. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, weil das ist der Moment, wo ich all die Jahre hingearbeitet habe. Wir haben hier ein Team, das richtig hart gearbeitet hat. Vielen Dank an das Team. Vielen, vielen Dank. Das ist unser Tag.